schau mal eben hier noch. Einige Hochglanzzeitschriften und ein Gesundheitsmagazin. Ja. Na gut. Ich nehme das Modemagazin hier und die Autozeitschrift mit. Was haben wir denn da drauf? Zwei Zeitschriften. Schon etwas zerknittert und auch schon einige Monate alt. Wenig Text, viele Bilder. So mögen es die Kunden von diesen Glitzerweltheftchen. Okay, er sagt jetzt nichts dazu, aber eventuell können wir ja die Zeitschrift der Dame zeigen und behaupten, ja, das Cover hier ist von ihm. Wer weiß das schon? Hi. Hallo, Mr. Michaels. Was kann ich für Sie tun? Ja, zwei Anliegen. Einmal Postbote. Oh, Postbote? Ja. Haben Sie zufällig den Postboten gesehen? Ja, er war vorhin hier. Hat Ihrer Mutter Besserungskarten gebracht. Ah, okay. Danke. Okay. Ich habe hier die Überweisungen meiner Mutter. Sie hat das Geld für diese verdammte Versicherung bezahlt. Das habe ich mir schon gedacht. Da hat die Versicherung Mist gebaut. Geben Sie mal her, ich kümmere mich darum. Damit wäre das erledigt? Ja, ich kläre das mit denen. Gut. Supi. Dann schauen wir doch gleich mal nach diesen Blumen. Hier lang? Ja. Die Nachricht vom Unfall meiner Mutter hat sich anscheinend schnell herumgesprochen. Ein paar Leute haben schon Blumen geschickt. Mal schauen, ob hier irgendwie was unterschriftstechnisch ist. So viele Grüße und gute Besserungswünsche. Ich glaube, sie ist sehr aktiv in der Gemeinde und vermutlich hat sie viele neue Bekannte hier. Alle möglichen Leute haben meiner Mutter Karten geschickt. Diese hier ist mit P.Puck unterschrieben. Moment mal, das ist ja der Briefträger. Woher weiß er, dass der Briefträger P.Puck heißt? Der Postbote hat unterschrieben. Damit habe ich eine Vorlage. Ich könnte seine Unterschrift recht leicht fälschen, denke ich. Okay, machen wir doch. Das heißt, wir können das hier mit dem hier kombinieren? Also schön. Ich habe die Vorlage und ich denke, die Unterschrift wird zumindest halbwegs passen. Dann mach mal eben. Okay, supi. Dann kommen wir in das Fotopapier ran. Fehlen uns ja nur noch die Bilder. Und eventuell mehr Fotoentwickler oder Fixierer. Ich weiß es nicht. Der Spiegel. Geh nicht durch den Spiegel. Mom, bist du wach? Habe ich mir das nur eingebildet? Nein, das kann nicht sein. Mein Handgelenk tut immer noch weh. Sie muss für irgendetwas furchtbare Angst gehabt haben. Aber was hat sie gemeint? Was für ein Spiegel? Ich stehe hier vor meiner Mutter, die im Koma liegt und kann nur daran denken, dass sie mich wegen ihres Unfalls belogen hat. Was bin ich nur für ein Mensch? Sonst geht hier nichts. Mich hat ihre uneingeschränkte Aufrichtigkeit und ihr Gutmenschentum immer geärgert. Ständig hatte ich ihr aufrichtiges Vorbild vor meinen Augen, wenn ich mal nicht perfekt war. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass sie mich angelogen hat. Und das gefällt mir noch weniger. Was verheimlicht sie mir sonst noch? Und warum? Keine Veränderung. Sie atmet ruhig und gleichmäßig, aber kein Hinweis, dass sie bemerkt, was um sie herum geschieht. Keine Veränderung. Okay, das war's wohl. Waage, aber die wird uns wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Eine Waage. Vielleicht ja, für okay. Übergewicht. Gut, dann haben wir hier alles. Die Unterschrift haben wir. Dann können wir eigentlich wieder zurückgehen und es erneut probieren, das Fotopapier zu bekommen. Gleichzeitig können wir das Magazin... Ah, das läuft doch wie am Schnürchen. Finde ich super. Hier lang. Die Frau sitzt auch wieder da. Sie ist zum Glück auch noch da. Einmal bitte Fotopapier. Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Immer so freundlich. Ich wollte voll das Paket mit dem Fotopapier abholen. Schein bitte. Haben wir da. Hast du den alten Puck aufgetrieben? Ja, ich habe ihn in der Stadt getroffen. Glück gehabt. Hier, voll das Fotopapier. Na also, geht doch. Man dankt. So, und jetzt hier Taktik Nummer 2. Oh, es leuchtet rot. Immer sehr gutes Zeichen. Schauen Sie, ich habe einige von Fullers älteren Arbeiten. Tatsächlich? Zeigen Sie her.
Welche Bilder sind von ihm? Das da. Und das auch. Und hier ist auch noch eins. Genau. Das hier. Die sind ja wirklich hervorragend. Alles nur, um Geld zu verdienen. In Wahrheit ist er ein Künstler. Verstehen Sie? Aber das Projekt hier in Biddeford ist seine wahre Leidenschaft. Unerkannt unter uns gewöhnlichen Menschen zu leben und an seinem Meisterwerk zu arbeiten. Können Sie sich vorstellen, was es für eine Überwindung für einen kultivierten, gebildeten Mann wie Fuller sein muss, ein primitives, stinkendes, schwitzendes Arschloch zu spielen? Das ist wahre Kunst. Sie sollten ihn gleich anrufen. Er kann Sie und Ihren Wagen draußen an den Klippen fotografieren. Jetzt? Gleich? Ja. Ich muss Sie leider drängen, Milady. Bald ist Redaktionsschluss in Dallas. Verstehen Sie? Oh, natürlich. Ich werde ihn vom Autotelefon zum Fotoshooting bestellen. Ausgezeichnet. Aber lassen Sie sich nicht anmerken, dass Sie seine wahre Identität kennen. Wer weiß, was das seiner Künstlerseele antun würde. Ich habe verstanden. Ich bin Ihnen so dankbar. Die arme Kleine. Kein Problem. Treffen wir uns heute Abend wieder, hier? Abgemacht. Unfassbar. Aber echt. Okay, huch, weg ist sie auch schon. Er hat mit Sicherheit abgeschlossen. Und ich sollte jetzt einige Stunden Zeit haben, um Angelinas Film zu besorgen und die Bilder in der Dunkelkammer zu entwickeln. Huch, sorry, falsch verklickt. An der Tür hängt ein Schild. Bin gleich zurück. Und abgeschlossen. Abgeschlossen. Aber ich möchte wetten, dass Fuller die Hintertür nicht nochmal überprüft hat. Das hoffe ich mal. Sehr, sehr schön. Und ich denke da halt erstmal gleich an den Safe. Ich bin mir sicher, da hat er was reingelegt. Können wir den jetzt öffnen? Zumal Fuller nicht da ist. Er sieht gut aus. Er sieht sehr gut aus. In Ordnung. Schauen wir mal. Ob wir das zu mir Ich muss mich allerdings beeilen. Fuller hat extra so eine Zeituhr einbauen lassen. Na, klasse. Okay. Die Frage ist jetzt... Hallo? Ah, jetzt klar. Okay, wahrscheinlich links und rechts klick. Ich bin mir da nicht sicher. Hallo? War das richtig? Das klingt Oh Gott, das war ja einfach. Das war ja einfach nur... Deswegen habe ich jetzt auch nichts gesagt, dass ich das Klicken besser höre. Das war ja... Bitte. Oh Gottes Willen, okay. Bin ich grad, oder ich bin einfach ein Meisterdieb. Kann natürlich auch sein. Aha, eine Filmdose. Das dürften die Fotos von Angelina sein. Bingo. Sonst noch was? Ansonsten liegen hier nur noch einige Papiere, eine Akte und... Uiuiui. Eine Pistole. Mitnehmen. Ich lasse lieber alles da, wo es ist. Na komm, die Knarre. Sobald ich die Bilder entwickelt und davon Abzüge gemacht habe, werde ich Angelina im Hotel besuchen. Ich kann wirklich etwas Ablenkung gebrauchen. In Ordnung. Damit habe ich alles zusammen, was ich zum Entwickeln des Films brauche. Los geht's. Okay. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ich kenne mich damit ja nicht wirklich aus. Haben wir denn hier irgendwelche Notizen? Mal schauen eben. Fullers Film entwickeln. Ich kann Fullers Film in der Dunkelkammer entwickeln. Ich brauche dafür Folgendes. Den Film haben wir. Entwickler haben wir auch und Fixierer haben wir auch. Oh, mehr steht hier nicht dran. Okay, hier haben wir die Wasserschale und hier haben wir die Entwicklerschale. Ich denke mal, ein bisschen Entwickler in die Schale hier kippen. Zuallererst... Licht aus. Ah, es macht automatisch. Okay. Alles klar. Okay, das funktioniert. Das reicht. Der Entwickler muss ja auch noch verdünnt werden. Muss verdünnt werden. Aber haben wir hier irgendwo Wasser? Wasserschale? Können wir das da irgendwie... Nein. Schale? Auch nicht. Lachs? Nee. Können wir den Fixierer... Ah, den können wir hier anwenden. Okay.
Ach so, in dieses kleine... Ich muss erst einen Film entwickeln, bevor ich ihn fixiere. Okay, gut. Der unentwickelte Film mit Angelinas Bildern drauf. Ich muss ihn entwickeln und... Okay, dann... Ah, wir brauchen auch das Papier. Wo ist denn das Papier? Das müsste theoretisch... Nein. Belichtungsapparat. Auf das hauen wir doch quasi, oder... Ich lasse ihn lieber stehen. Ich muss Angelinas das Bilder... Das nicht mitnehmen. Erklär mir doch mal das Ding. Ich lasse ihn lieber stehen. Ich muss Angelinas Bilder suchen. Im Prinzip ist das Ding nur eine starke Lampe mit einer Linse davor. Ähnlich wie ein Diaprojektor oder sowas in der Art. Da müssten doch die Fotos hier reinkommen. Und das Papier ebenfalls hier reinkommen. Oder nicht? Habe ich da was falsch interpretiert? Bisher ist nur Entwickler in der Schale. Der Entwickler muss noch verdünnt werden. So ist er viel zu konzentriert für die Abzüge. Ja, okay, wir brauchen dieses... Mit was verdünnen? Mit Wasser? Oder kann man mit Fixierer verdünnen? Mit Essig? Weil hier haben wir ja Wasser. Die Schale für das Wasserbad. Nachdem ein Bild im Entwicklerbad sichtbar geworden ist, wird im Wasserbad der Entwicklungsprozess gestoppt. Okay, das heißt, von hier geht's nach da, um das Ganze zu stoppen. Wie kriegen wir jetzt hier irgendwie Wasser rein zu dem ganzen Verdünnen? Wir gehen mal nochmal raus. Hatten wir hier hinten vielleicht irgendwo ein Waschbecken oder irgendwas in der Art? Stiefel. Gucken wir uns mal die Stiefel eben an. Das sind Fullers dreckige Schuhe für draußen. Hier drin trägt er andere dreckige Schuhe. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Im Keller haben wir doch so einen Wasserhahn, oder? Hier. Genau. Können wir hier vielleicht einen Teekessel? Aha. Der Kessel ist voll. Ich verstehe noch nicht, warum das so kompliziert gemacht wurde. Ich hätte auch mit der Wasserschale hier... Oder ist in der Wasserschale gar kein Wasser? Das könnte natürlich auch sein. Oh. Okay, müssen vielleicht erst, nein, auch nicht. Ein uralter, verrosteter Eimer. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Das ist ja alles, haben wir alles schon angeguckt. Wie können wir das... zum Geier verdünnen, wenn wir das Wasser hier voller Teekessel ist einleuchten. Müssen wir den noch kochen? Würde aber keinen Sinn machen. Warum sollen wir Wasser kochen? Warum brauchen wir unbedingt warmes Wasser zum Verdünnen? Das macht keinen Sinn. Hier haben wir... Ach, hier liegt... Ja, okay. Alles klar. Ich denke, das... Ah, da steht eine Flasche mit destilliertem Wasser. Das brauche ich, wenn ich Abzüge von Angelinas Bilder machen will. Dann nimm's doch mal. Das hätten sie ruhig oben markieren können hier. Ursula. Denn das stand hier nicht. Okay, das müsste jetzt gehen. In Ordnung. Genau wie es sein muss. Eine Schale mit etwa 1 Zentimeter verdünntem Entwickler. Okay, sehr schön. Also jetzt die Bilder immer noch nicht. Ein Bad aus verdünntem Entwickler. Ich muss das belichtete Fotopapier ins Bad legen, bis das Bild sichtbar wird. Je länger ich das Bild im Entwickler lasse, desto dunkler wird es. Okay. Okay, Wasser, Wasser, Wasser kommt dann hier auch noch rein. Okay, alles klar. Das sieht man nämlich nicht, ob da was drin ist oder nicht. Für mich ist da was drin. Okay, jetzt sieht es natürlich noch besser aus. Das wäre das Wasserbad. Okay. Haben wir jetzt alles? Können wir jetzt endlich damit anfangen oder fehlt noch was? Oder müssen wir das Papier erst noch hier hinlegen? Das geht auch nicht, ne? Das ist... Die Maschine können wir gar nicht benutzen hier, ne? Nee. Papierkorb, Entwickler, Entwicklungsbehälter, da kommt irgendwas rein. Wasser, da muss doch irgendwas... Normalerweise muss doch das hier rein. Oder nicht? Ich muss erst einen Film entwickeln, bevor ich... Ja, okay, okay. Alter, Belichtungsapparat. Eigentlich habe ich das so verstanden. Papier? Ach, wir müssen es... Oh. Ein Paket in DIN A4-Größe. Ziemlich schwer.
Entweder ist es wirklich Fotopapier oder es sind Fullers Schmuddelzeitschriften für diese Woche. Ah, sehr gut. 50 Blatt hochwertiges Fotopapier. Kein Wunder, klappt's nicht. Mit einem Paket allein können wir nichts machen. Wir mussten es natürlich aufmachen. Ich dachte, es war einfach hier ein Stapel Papier. Okay, jetzt passt das auch. Alles klar. So. Das Blatt liegt in der Halterung. Der Abstand der Linse zum Blatt müsste auch stimmen. Das Bild wird also scharf aufs Blatt projiziert. Okay, dann immer noch nicht. Oder müssen wir das mit Rechtsklick? Der unentwickelte Film mit Angelinas Bildern drauf. Ich muss ihn entwickeln. Das Fotopapier ist bereit. Jetzt fehlt nur noch der entwickelte Film, den ich oben einlegen muss. Dann kann ich das Papier belichten. Das entwickelte... muss das doch hier rein? Nee, das... Sorry, Leute, ich habe mit dem Zeug absolut gar keine Ahnung. Das Fotopapier ist bereit. Jetzt fehlt nur noch der entwickelte... Der entwickelte Film kommt also hier rein. Okay, aber wie kriege ich denn... den Film hier in die Entwicklungsschale rein? Der unentwickelte Film... Ja, das ist der unentwickelte Film, danke. So weit war ich auch schon. Brauche ich nochmal Papier? Nee, das macht doch keinen Sinn, oder? Das geht nicht. Ah, da kommt der rein. Ja, okay. Der Film liegt im Entwicklungsbehälter. Fehlt nur noch der Entwickler. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Kommt da auch nochmal Fotoentwickler rein? In Ordnung. Nun oxidiert der Entwickler. Mhm. Er gibt Elektronen ab, die von den Silberionen der lichtempfindlichen Schicht des Films aufgenommen werden. Okay. Je mehr Licht beim Fotografieren auf eine Stelle gefallen ist, desto stärker die Reaktion und desto dunkler die Stelle. Kurz, der Film wird jetzt entwickelt. Okay. Gut, dass der eine Ahnung hat und ich nicht. Okay, ich denke, der Film müsste entwickelt sein. So, jetzt kann ich es rausnehmen. So, das dürfte reichen. Ich kippe den Entwickler aus. Ab ins Waschbecken. Da hätte man natürlich auch Wasser holen können, aber anscheinend wohl doch nicht. Muss man extra in den Keller gehen, um da Wasser hochzuholen. Für was auch immer wir denn das Wasser im Teekessel haben, keine Ahnung. Gut, dass wir es jetzt haben. Jetzt muss der Fixierer rein, um die Entwicklung des Films zu stoppen. Alles klar. Hau rein damit. Tja. Jetzt ist der Fixierer alle. Aber der Rest sollte den Entwicklungsprozess gestoppt haben. Ich hoffe, es hat alles funktioniert. Ich auch. Da bin ich jetzt mal gespannt. Kriegt ihr denn überhaupt raus? Na? Sieht alles soweit gut aus. Aha, okay. Der Film ist entwickelt. Das war der erste Schritt. Jetzt muss ich die Abzüge machen. Mal sehen. Ich brauche Fotopapier und einen Belichter. Der steht da drüben. Dann brauche ich Entwickler. Da ist noch genug in der Flasche. Ja, ist ja alles schon vorbereitet. Das heißt, das hier kommt jetzt endgültig hier rein. Der Film ist eingelegt. Ja. Dann starten wir mal einen Versuch. Je länger ich die Lampe anlasse, desto mehr Kontrast bekommt das Bild. Probieren wir es mal. Mhm. Jetzt machen wir einfach mal. Ach, wir haben hier eine Zeit. Machen wir mal 5 Sekunden. Okay, so. Vielleicht war das eine gute Zeit. Können wir uns das angucken? Wahrscheinlich nicht. Das Blatt ist belichtet. Keine Ahnung, ob die Belichtungszeit gut war oder nicht. Ach so, okay. Das Problem ist, wir können sie halt auch versauen. Ich möchte mal eben... Wo habe ich denn meinen Kugel... Warum habe ich hier keinen Kugelschreiber? Sonst habe ich hier immer 2 Kugelschreiber. Jetzt haben wir gar keine Kugelschreiber hier, oder wie? Das ist super vorbereitet. Gut, da muss es ohne gehen. Ich bemühe mich, das mir alles zu merken. Also 5 Sekunden haben wir hier benutzt. Ah... Da kommt was. Ich sehe nichts. Ich muss das Blatt herausnehmen, sobald es die richtige Helligkeit hat. Zu früh und es bleibt zu hell, zu spät und es wird zu dunkel. Ah, da kommt tatsächlich was. So ist doch gut, oder?
Das Foto ist belichtet und entwickelt. Jetzt muss ich nur noch die Entwicklerflüssigkeit. Ach so, natürlich. Sieht jetzt meiner Hinsicht gar nicht mal so schlecht aus. Wir werden es ja gleich hören, ob es zu dunkel, zu hell ist, wie auch immer. Na? Aha, der Kontrast ist gut und die Helligkeit stimmt. Nur das Foto an sich ist Mist. Aber dafür kann ich nichts. Vielleicht sind einige der anderen Bilder besser. Ach, wir haben es hinbekommen? Wow! Auf dem... Zumindest scheinen die Zeiten für die Belichtung und die Entwicklung zu stimmen. Ich probiere es noch einmal. Okay, nicht schlecht. Also, 5 Sekunden haben wir hier gesagt. Ich dachte, ich muss jetzt hier 1000 Mal ausprobieren, aber 5 Sekunden scheinen wohl gut zu sein. Das Blatt liegt in der Halterung. Ja. Haust du rein? Okay, dann versuchen wir es noch einmal. Ich muss die Belichtungszeit genau anpassen. Ja, wissen wir ja. 5 Sekunden haben wir gesagt. So. Okay, vielleicht war das eine gute... Das war eine gute Zeit, haben wir ja doch vorhin schon herausgefunden. Jetzt muss ich sie noch hier nochmal genauso gut hinkriegen wie eben. Ah, da kommt was. Ja, ja. Na? Ja. Hier ist es noch ein bisschen zu hell. Oh, das war schon fast zu dunkel, glaube ich. Na? Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht allzu oft machen. Na, wie schaut's aus? Ja, jetzt habe ich's tatsächlich raus. Sehr schön. Helligkeit und Kontrast stimmen. Hätte voller Ahnung von Fotografie, wäre vielleicht sogar das Bild gut. Vielleicht das nächste. Das kann jetzt noch etwas dauern. Oh, ich dachte schon, jetzt hier alle selber entwickeln. 36 Bilder und keines davon ist wirklich gut? Wie kann man nur eine so wunderschöne Frau wie Angelina so schlecht in Szene setzen? Aber es hilft nichts. Die Bilder sind geknipst und ich muss sie ihr ins Hotel bringen. Wenigstens kann ich sie wiedersehen. Und es ist auch nicht meine Schuld, dass die Bilder schlecht sind. Oh. Nanu? Okay, wer kann das sein? Es ist Mrs. Biber. Okay. Kann ich Ihnen helfen, Mrs. Biber? Ist Fuller da? Nein. Zurzeit nicht. Dann kannst du ihm das hier geben? Gib es ihm persönlich. Sobald er wieder da ist, ich muss weiter. Okay. Da gucken wir mit Sicherheit nicht rein. Sie tut mir leid. Hier läuft irgendeine Schweinerei ab. Eine ganz gewaltige Schweinerei. Ob mir das hilft, Fuller eins auszuwischen? Aber ich darf Mrs. Biber nicht in Gefahr bringen. Sie macht den Eindruck, als könne sie nicht mehr viel ertragen. Wenn ich den Briefumschlag heimlich öffnen könnte, dann könnte ich mir seinen Inhalt ansehen und den Umschlag später in den Briefkasten werfen. Damit wäre Mrs. Biber aus dem Schneider. Aber wie kann ich den Umschlag öffnen und wieder verschließen, ohne dass Fuller etwas merkt? Okay, mal gucken, was im Tagebuch steht. Das haben wir ja hinbekommen, Mrs. Biber Brief lesen. Wenn ich Mrs. Biber Brief lese, habe ich vielleicht bla. Achso, mehr steht hier wohl nicht drin. Okay. Was passiert? Der Brief ist etwa 5 mm dick und recht steif. Die Lasche ist zugeklebt. Irgendwie muss ich ihn unauffällig öffnen. Die Lasche ist nur zugeklebt. Wir haben doch Essig. Bringt da irgendwas mit Essig? Nee, anscheinend nicht. Was war das hier ein nochmal? Ein Abführmittel. Ah. Okay, damit könnten wir Füller natürlich auch eins auswischen. Schön Abführmittel rein, wo auch immer. Kasse, Fotohalter, Fernseher, Leuchttisch. Was haben wir hier? Das ist ein Leuchttisch zum Betrachten von Dias und Negativen. Oh, mir kommt jetzt eine Idee wegen... Ein alter Trick, um Kleber aufzumachen.
Man erhitzt Wasser mit Wasserdampf, also man generiert Wasserdampf, hebt das Briefchen drüber und siehe da, der Kleber löst sich. Und abschließen kann ich nur von innen. Ich gehe also besser hin. Ja, Entschuldigung. Nein, da wollte ich jetzt nicht hingehen. Wir gehen zurück zu unserem Haus, falls das denn überhaupt möglich ist. Ja, das funktioniert sehr schön. Ach, ich gehe immer in die falsche Richtung. So, hier lang. Ich beeil mich. So. Da ist der Herd. Können wir das einfach hier so draufklatschen? Scheint zu gehen, oder? Ja, einmal anmachen. Hey, der Wasserdampf könnte den Kleber... Versuchen wir es. Genau das war die Idee dahinter. Es dampft. Das ging schnell. Das ging verdammt schnell. Der Wasserdampf löst den Kleber. Geschafft. Das Papier ist nicht eingerissen. Und der Kleber backt immer noch. Ich kann den Brief also wieder verschließen. Aber erstmal will ich sehen, was drin ist. Holla, das müssen 1.500 Dollar sein. Ich vermute, hier läuft irgendeine Erpressung ab. Mrs. Biber hasst Fuller und sie wollte nicht, dass ihr Mann heute Morgen bemerkt, dass ich ihr einen Brief von Fuller gebe. Er scheint von der Sache nichts zu wissen. Aber worum geht es? Sex? Doch nicht mit Fuller. Irgendetwas mit dem Diner? Oder aus Bibers Vergangenheit? Es würde mir schon gefallen, Fuller wegen Erpressung in den Knast zu bringen. Aber erst einmal muss ich herausbekommen, womit er Mrs. Biber erpresst. Okay. Aber morgen ist auch noch ein Tag. Ich werfe den Brief in Fullers Briefkasten und bereite mich lieber auf mein Date mit Angelina vor. Der Kerl hat mir zu viel Angelina im Kopf, finde ich. Jebediah Biddeford oder so. Da wollte ich jetzt nicht draufklicken. Haben wir denn die Bilder dabei? Huch, wo habe ich die so denn geklickt? Nein, da lang bitte. Die Bilder haben wir. Okay, dann können wir eigentlich jetzt die Briefe hier reinschmeißen und fertig. Mich würde aber auch echt interessieren, was unten noch drin ist in dieser Geheimtür. Ich bin mir sicher, da lassen sich einige interessante Sachen herausfinden, was wir gegen Fuller einsetzen können. Hoffentlich hat er nicht viel Freude daran. Ja. Richtung... wir könnten ja hier... Ich erinnere mich... Da war irgendwie der Weg Richtung Hotel. Oder Richtung Strand. Ja, zum Strand. Okay, hier wohnt die gute Dame wohl. Küste, Autos, Fenster. Ach, schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Gucken. Einige Gäste scheint das Hotel zu haben. Aber normalerweise müsste bei solchem Wetter mehr los sein. Vielleicht haben die anderen den Wetterbericht gelesen. Ein Sturm zieht auf. Und wer will schon bei Regen in einem Hotel am Atlantik festsitzen? Na, da ist was Wahres dran. Beide Wagen kommen aus Maine. Vielleicht sind es also noch nicht einmal Gäste. Oder es sind Leihwagen. Oh, das wäre traurig. Der Raum dahinter scheint ein Büro zu sein. Schreibtisch, Akten. Ich steige doch nicht bei anderen Leuten ins Haus ein. Zumindest nicht ohne guten Grund. Du sollst ja auch nicht jetzt irgendwo einsteigen. Du sollst dich erstmal nur hier umschauen. Die Tür ist da und die wird mit Sicherheit nicht verschlossen sein. Die sieht nämlich ziemlich offen aus. Der Mast ist einem Flaggenmast nachempfunden, wie man sie auf großen Schiffen findet. Vom Atlantik her kommt häufig stürmisches Wetter mit kräftigen Böen. Wenn der Hotelbesitzer da nicht schnell ist, kann er seine Flaggen in Kanada suchen. Nichts zu entdecken. Okay. Auch nichts. Hier noch eine Veranda. Sieht sehr gemütlich aus. Von der Veranda aus kann man bestimmt hervorragend die Wale beobachten. Das erinnert mich an meinen Lieblingsfilm Whales of August. Der geniale Vincent Price in einer wirklich ungewöhnlichen Rolle. Sagt mir persönlich gar nichts. Sieht sehr gemütlich aus. Das erinnert mich an meinen... Sieht sehr gemütlich aus. Das mir. Ich vorher immer gleich links und rechts klick. Hier in dem Fall kam beides mal das gleiche. Nicht, dass ihr euch wundert. Es sind nicht unbedingt die Strände von Florida oder Kalifornien. Das Wasser ist hier zu kalt, um lange zu baden. Ohne guten Grund möchte ich da nicht runterklettern. Okay. Hier haben wir also nur die Veranda, die aber noch bleibt. Also irgendwas hat das zu bedeuten. Okay. Natürlich das Hotel selber.
Viele sagen, die alten Küstenstädte in Neuengland würden wie skandinavische Orte aussehen. Ich glaube aber kaum, dass sie dort so große Häuser bauen. Ich schätze, das Haus ist von Anfang an als Hotel gebaut worden. Für ein reines Wohnhaus ist es zu groß. Vermutlich bewohnen die Besitzer einen Teil der Räume. Der Großteil wird vermietet. Okay. Dann würde ich sagen, bevor wir reingehen, wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Black Mirror 2. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und ich kann mich nur oft genug wiederholen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von meiner neuen Aufnahmemethode hält. Es sind jetzt wieder 2 Folgen geworden. Ich will eigentlich dafür sorgen, dass es mehr wie 2 Folgen am Stück werden. Ist für mich einfach auch angenehmer aufzunehmen und eventuell für euch auch besser mit anzuschauen. Wie gesagt, gebt euren Senf dazu, dann weiß ich darüber Bescheid. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.